So, nun ist alles bereit, alles zusammengebaut und jetzt kann's gleich losgehen. So, nun geht's los. Na super. Ein Nagel. Naja, wer ihn braucht, der gibt ein Königreich dafür. Und weiter geht's. Und der nächste Fund. Ein handgeschmiedeter alter Nagel. Na gut, besser als nichts. Bis zum nächsten Fund. So, der nächste Fund. Ein Stück von einem alten Hufeisen, würde ich sagen. Gut, lag ziemlich tief. Wieder ein ziemlich tiefes Loch. Und was war es? Ein, tja, weiß man nicht so genau. Sieht aus wie ein Kettenglied, aber ist durchaus möglich, dass es was anderes ist. Ich werde es zu Hause sauber machen und euch dann zeigen am Ende des Videos. Gut. Tja, und jetzt sieht es so aus, als ob ich mein erstes Münzlein gefunden habe. Aber wollen wir mal gucken, ne? Oh ja. Noch super erhalten, ein Reichspfennig, glaube ich. Fünf. Naja, ich werde es nachher sauber machen und euch zeigen. Super.
Jetzt habe ich richtig tief buddeln müssen. Ist natürlich immer schwierig ohne Spaten, wenn man nur so eine kleine Schippe hat. Aber es hat sich gelohnt. Eine schöne alte Glocke. Und vor allen Dingen mit Klöppel. Super schön. Mache ich schön sauber und zeige es euch dann. Bis zum nächsten Fund. Und wieder ein Signal. Da ist es schon. Ein Hufeisen. Ja, wie geil ist das denn? Das zweite Hufeisen, das ich innerhalb einer Woche gefunden habe. Super schön. Und weiter geht's. So, und wieder ein gutes Signal. Oh, oh, ne. Da. Ein Knopf. Toll. Mein erster Knopf. Huch. Ist ein Adler drauf. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, aber ich glaube schon. Sehr schön mit Öse. Aber ich schätze mal, was sehr neuzeitliches. Gut, so kann es weitergehen. Aha. Mal gucken. Ah. Wow. Ein Knopf mit Öse. Ja, unglaublich. Super schön. Wunderschöner alter Knopf mit einem wunderschönen Muster. Toll. Bis zum nächsten Fund. Ja, das sind meine Funde heute. Ein Haufen Schrott dabei, aber immerhin ein Hufeisen. Ein kaputtes Hufeisen, eine Glocke mit Klöppel, ein Kronkorken, und zwar sogar ein recht schöner Falkenfels. Ein Haufen kaputte, handgeschmiedete Nägel. Tja, ich würde sagen UFOs, ich kann da nichts mit anfangen. Oder kaputte Kettenglieder eventuell. Dann hier ein Stück Kette. Wieder ein Kettenglied. Und das ist alles Eisenschrott. Jede Menge Nägel, Patronenhülsen, Draht, Jägermeisterverschluss. Naja, und ein Deckel von zarten Heringsfilets.
Also ziemlich viel Müll, aber eben auch ganz gute Funde. Und jetzt kommen die Highlights des Tages. Fünf deutsche Reichspfennige. Von 1925. Dazu kommt ein Knopf, Aluminium vermutlich, mit einem Adler drauf, eventuell österreichisch, kann ich noch nicht sagen. Und dann noch einen wunderschönen Knopf. Mit einem schönen Muster. Leider etwas angefressen am Rand. Aber immerhin. Und das Schöne, bei beiden Knöpfen sind die Ösen vorhanden. Ja, und das habe ich noch vergessen. Das größte Stück ist ein Keil. Ein schweres, riesiges Drum. Aber sicherlich noch gut zu gebrauchen, wenn man ihn entrosten würde. Insgesamt ein schöner, aufregender Sonntag und schöne Funde. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Sondel-Andi. Tschüss.